Okay, warte, Chasnero, der schlimmste und brutalste Tiermutter auf YouTube. Okay, Alter, es geht gerade mal 5 Minuten, das Video. Das ist bestimmt so ein kleiner Teaser. Okay, wir gucken uns das mal an hier. Warnung. Dieses Video ist nichts für schwache Nerven und ich rate jedem, der bei dem Thema Tiere empfindlich ist, sofort abzuschalten. Und das meine ich wirklich so. Ich bin da auf etwas gestoßen, das wirklich jenseits von Gut und Böse ist. Muss Es das immer geht an. direkt um bewusste Folter von kleinen Katzenbabys sowie Welpen. Und da hört der Spaß noch lange nicht auf. Der Typ, um den es heute geht, und ein altbekannter Freund buhlen gerade so ein wenig um meine Aufmerksamkeit. Also ich weiß schon, um wen es geht bei diesem altbekannten Freund, ja. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Und die werden sie auch von mir bekommen. Cyrink, der um den es heute gehen soll, hat selber bei mir kommentiert. Ich zitiere: Ich bin Lol. zurückgekommen und mein Freund. Lol, was? Hey, das ist einfach ein Deutscher, what the fuck? Ey, ich dachte jetzt, das ist irgendwas Internationales. Aber ich bin zurückgekommen, mein Freund Peluchin Entertainment auch. Ich gebe dir den Bescheid, hehehe. Peluchin Entertainment Hey, what the auch. fuck? Ich gebe dir denn Bescheid. Hehehe, Uwu. Ist halt nicht deutsch, deswegen ist die Grammatik ein bisschen verschoben, Ach, aber ist nicht das deutsch, ist okay, das geringste Problem. Eben benannter Freund sollte euch ja noch ein Begriff sein, falls ihr den Skandal damals mitbekommen habt und oder mein Video bezüglich ihm gesehen habt. Während meiner Recherchen bin ich allerdings nicht nur darauf gestoßen, sondern auf einen förmlichen Ring aus Tierfolterern. Heute soll es aber erstmal um Siren gehen. Der Typ wurde für seine Videos von sämtlichen Social Media Plattformen verbannt und feiert jetzt, wie gesagt, sein Comeback. Erneut, am besten abschalten, wenn ihr schwache Nerven habt. Ich werde jetzt nämlich besprechen, was der so getan hat. Hinter der Sache steckt irgendwie eine ziemlich verworrene Geschichte. In Kürze, es wird vermutet, dass Cyrink ursprünglich jemand anderes war, beziehungsweise sich ein Video von einem gewissen William J. zu eigen gemacht hat oder aber selber diese Person ist. Es wird allerdings nur vermutet, man ist halt die ganze Zeit davon ausgegangen, bis bei einer Gerichtsverhandlung dann der Name Ethan aufgekommen ist. Ob sein Name Ethan oder William ist, ist aber auch nicht entscheidend. Das sind nämlich seine Taten und alles begann halt mit einem Mann, der ein Video davon gemacht hat, wie er mit seinen blauen Sneakern einen lebenden Welpen zu Tode trampelt. Ist mittlerweile über ein Jahr her und ich habe den Link. Ich muss mal ehrlich sagen, ich verstehe das nicht, ne? Die sind doch so harmlos, so unschuldige Wesen. So stell dir mal vor, unsere Katze würden wir jetzt einfach vom Balkon treten oder sowas. Krank? Das kannst du dir doch nicht vorstellen. Da gibt es Leute, die treten einfach Tiere. Das war, also, ist wirklich, ich glaube, jeder, der hier Urlaub hat, der hier Urlaub. Ich glaube, jeder, der ein Haustier hat, der kann es. Nee, also der kann sich das einfach nicht vorstellen. Das ist echt nicht fassbar, ne? Das ist wirklich nicht fassbar. Link zu dem Video auch noch. Ich habe es halt selber gesehen. Ich werde halt einen Teufel tun, das hier zu verlinken, geschweige denn irgendwas einzublenden, weil das ist. Ich habe es Baku unter anderem gezeigt und das ist wirklich. Also, es macht mich fassungslos. Es Ja. macht mich wirklich fassungslos. Das Thema nimmt mich halt ehrlich gesagt auch ziemlich mit, weil ihr wisst nicht, was ich da alles gesehen habe. Wirklich nicht. Es ist einfach nur noch grausam. Es ist wirklich, es ist der menschliche Abgrund. Dieses Video hat sich dieser Siring, auch bekannt als Ethan, dann angeblich zu eigen gemacht. So halt die Lage der Spekulation, der sich übrigens mal auch mal als Frau ausgegeben hat. 90% der Nein. Leute sagen allerdings, dass das von Anfang an war. Es kann halt wie gesagt sein, dass das. Was mit Tieren fangen Serienmörder an? Quelle Criminal Minds. Okay. Ich weiß, ich schaut jemand von euch. Medical Detective. Nicht Criminal, sondern Medical Detectives. Leute, eins in den Chat, wer schaut sich das an? Früher habe ich das gesehen. Alter, ohne Scheiß, ist mega nice. Es ist wirklich geil. Das kann man sich abends, ne? Gerade so diese weirden Stories kann man sich gut geben, um einzuschlafen, muss ich euch ehrlich sagen. Nicht wahr, die Chance ist relativ gering, weil es einige Indizien dafür gibt. Es ist aber auch unerheblich, weil Siring danach einige andere Dinge getan hat, die mir überhaupt schwerfallen auszusprechen. Auf seinem Instagram-Account hat er unter anderem eine lebende Katze mit, wahrscheinlich war es Benzin, übergossen und abgefackelt, einen Hund erstochen, einen weiteren durch die Gegend getreten. Ebenfalls hat er eine Marco, Katze grüß zu dich, mein Tode Engel. getasert, einen Gecko und eine andere Echse gefoltert. Es ist. Es fällt mir wirklich schwer, das. Ich bin euch ganz ehrlich, wer sowas macht mit seinem Gewissen vereinbart, der gehört ganz, ganz dringend sehr, sehr lange ins Gefängnis einfach. Weil die Person dann auch nicht zurückschrecken würde bei Menschen wahrscheinlich und dann irgendjemand auf dem Gewissen hat. Ich meine, der hat jetzt mehrere Tiere grausam, qualvoll getötet. Finde ich persönlich, kann gerne lebenslang bekommen, ja. Das Video. Diesbezüglich gibt es übrigens eine Petition mit fast 1200 Unterschriften, diesen Menschen ins feste Haus zu setzen. Und dem spreche ich übrigens auch zu. Es gibt zu seinen Taten eine Update-Seite, die wir kurz überfliegen, bevor wir uns seinem YouTube-Kanal widmen. Im letzten Upload der Seite sieht man einen seiner Streams mit einer verkohlten Katzenleiche und einen Schwenk mit der Kamera, die auf etwas zeigt, das aussieht wie ein Maschinengewehr. Während dieses Streams hatte er übrigens über 4000 Zuschauer. Als nächstes hätten wir einen Post von Siring. In diesem hält er ein Kätzchen in der Hand und schreibt unschuldig Oh, aus. Traurigerweise Junge, gibt es für sie. das hat einfach 185 Likes. What the hell? 185 Leute gefällt das, was der hier gerade macht, okay? Hoffnung mehr, außer ihr schafft es,
10.000 Follower auf meinem Account zu bekommen. Ansonsten werde ich das Kitten im Gefrierfach zu Tode frieren. Keine Angst, ich werde es filmen. Wie viel passt in einen Menschen? Auf diesem Update-Kanal sieht man bestimmt 10 weitere Ankündigungen und auch viele weitere Taten. Es nimmt halt kein Ende, was da passiert. Die Menschheit ist so verloren, wenn ich mir das anhöre. Ja. Also widerlicher geht's echt nicht. Passiert. Und es widert mich an, wie absolut stolz dieser auf seine Taten ist. Ihr habt jetzt einen groben Überblick davon bekommen, was er so getan hat. Jetzt widmen wir uns seinem YouTube-Kanal, mit dem er bei mir kommentiert hat. Auf dem Kanal befinden sich insgesamt 6 Videos. Eins davon seht ihr jetzt nur geblurrt, weil er da eine zermatische Katze in einer Blutlache zeigt, mit dem Titel My Best Memory, Do You Remember? Ein anderes... Oh, scheiße, Alter. Ich bin euch ehrlich, ich will eigentlich gar nicht wissen, wie viele Leute dann auf diesen Kanal gegangen sind, um sich sowas anzugucken, sowas Mieses. Junge, da muss man dann echt verstört, also ich glaube, die Leute sind dann echt verstört. Das Video ist ein Announcement für seinen Backup-Kanal, ist also völlig irrelevant. Das erste Video, das er hochgeladen hat, zeigt eine süße Katze, unter dem der Titel steht, ich bin zurück auf YouTube nach langer Zeit. Mir wird halt schlecht, wenn ich daran denke, was er diesem wundervollen Tier jetzt mittlerweile angetan haben wird. Dann gibt es noch ein Video, in dem er einen süßen Hund zeigt, der sichtlich verängstigt ist und der sieht halt so aus wie der aus dem Foltervideo, der zertreten wurde. Er sieht aber auch nur so aus, ich kann jetzt nicht beweisen, dass es derselbe ist, aber das Video scheint auf jeden Fall aus der Vergangenheit zu sein, weil er halt davon spricht in der Beschreibung, ob sich noch jemand daran erinnern würde. In seinem letzten Video hat er eine andere Katze gefilmt und es tituliert mit »Er wird der Nächste sein«. Was er damit meint, wissen wir leider alle. Das sind aktuell alle Videos auf dem Kanal und ich denke, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Lasst uns diesen Typen Feuer unterm Hintern machen, okay? Aber richtig. Im nächsten Video, das die Tage kommt, wird es leider wieder um das Thema gehen. Wie gesagt, bin ich da auf etwas Größeres gesprochen, was wie ein kompletter Tierquälerring wirkt. Unter seinen Channel Recommendations finden sich nämlich 22 weitere solcher Kanäle und die besprechen wir allesamt in einem Video. Darunter sind einige bekannte Namen wie I Gave You Depressions, Kill With Eva, Godesk. Ey, ist euch mal aufgefallen, dass diese ganzen Kanäle 60, 70 Abonnenten gerade mal haben. Die haben noch nicht mal viel Aufmerksamkeit. Ey, ich kann es nicht glauben. Kriege ich Gänsehaut, ne? Wenn ich sowas sehe, kriege ich wirklich Gänsehaut. Kills Cats. Und ja, wenn man tiefer gräbt, findet man übrigens ein Foto von einer menschlichen Leiche in Zusammenhang zu diesen Personen. Leider habe ich, was das angeht, halt keine Infos, außer das Foto. Aber es könnte genauso gut halt aus irgendwelchen Deep Web Gore-Seiten übernommen worden sein. Die übrigens wohl bekannteste Fratze befindet sich hinter dem Kanal Team Anti-Cats. Na? Kommt sie euch bekannt vor? Hä? War das gerade Peluchin? Das ist doch Peluchin Entertainment. Ey, das ist Peluchin, oder? Ey, das ist echt, das ist wirklich grauenvoll. Ja, gutes Video auf jeden Fall. Ich hoffe, da kommt noch einiges bei rum. Ich hab dafür keine Worte. Ja, ich hoffe, dass dieser Typ oder diese Leute, die das machen, dass die ihre Strafe bekommen. Und zwar das Härteste, was man da nur bekommen kann, ja?